das ist das, was ich mir vorgestellt habe unter touristischem, sportlichem Autofahren. Da hockst du dich halt sonntags, mittags rein und ballerst bei dir so ein bisschen um die fünf Ecken und hast Spaß. So, Freunde der Sonne. Komm, wir haben Fahrvideo. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, 10 gedreht oder so. Ist nicht wirklich viel. Wir haben krasse Autos gebaut, aber wir haben keine Fahrvideos gemacht. Nee. Zumindest nicht viele. Oh, was haben wir hier? Wir haben MX-5 NA. Auch schon ein langjähriger Kunde bei uns. Hatte vorher einen 1.6er mit einem Rotrex. So haben wir den Mann habe ich kennengelernt auf dem Treffen der Mitte. Das ist schon echt lang. Und ja, es ist halt immer so, ne? Leistung darf keine Sünde sein. Und dann hat man halt überlegt, okay, was sind so nächste Schritte? Also wenn man so einen Rotrex da drin hat, das fährt schon nicht schlecht, das macht auch Spaß, aber ich glaube, das ist halt mit den C15, also die C30-Lader finde ich geil. Also ich habe gerade Osan sein am Wochenende, oder nicht am Wochenende abgestimmt und nochmal vorgestern Abend. Ich finde, das fährt schon cool, aber wenn man halt mehr will, dann geht es halt meistens nur mit dem Lader. Und ja, dann Marco, das ist der Besitzer vom Auto, wollte halt, dass der Motorraum super, super clean ist. Ich glaube, dass wenn man gleich den Motorraum mal einblendet oder dann mal später im Video sieht, ist das, glaube ich, echt schön. Und das ganze Auto ist recht rund. Also ich habe das Auto kennengelernt, hat es einen roten Innenraum gehabt. Da habe ich mir gedacht, das ist echt hart. Dann habe ich ihn wieder gesehen. Marco baut auch relativ viel daheim, glaube ich. Und das ist echt, also jetzt mittlerweile ist echt schön. Also vom Farbkonzept her, finde ich, hat das was. Und das Auto ist echt cool geworden, das muss man wirklich sagen. Also vom ganzen Ablauf her und so, wie es fährt, ist echt ein cooles Ding. Man muss halt auch sagen, es ist halt sehr, ich würde sagen, build on purpose. Ne? Also, weil es halt ein 1.6er, er hat Nockenwellen drin, er hat ein anderes Saugrohr. Und geschmiedet und hat einen G25660 Lader, also wirklich kein kleiner Lader. Also ich würde sowas normalerweise auf einem 1.8er fahren oder so. Ich war echt sehr gespannt, wie das so fährt. Das Krasse ist, also der richtige Schub, wo das Ding marschiert, wenn wir gleich merken, das ist jetzt so ab 5, aber, und das ist das Krasse, das Ding macht als 1.6er bei 1800 Umdrehungen 0,2 Bar Ladedruck. Das ist schon echt gut. Und dann aber auch Tendenz steigen. Das ist nicht so wie bei manchen großen Ladern, dass die dann eine gewisse Luftmasse vorfahren und mit der Luftmasse anfangen voranzukommen. Aber der baut dann auch Ladedruck langsam auf. Aber du merkst so seine Effizienz, also wenn der Lader so richtig explodiert, das ist so bei, ja, ich sag mal so bei 5, da geht dann richtig Musik ab. Das Ding dreht aber auch 7, 8. Also das muss man dazu sagen, also man hat dann auch schon echt ein cooles Leistungsband und ich mag das ja, weil das ist so ein bisschen Turbo alte Schule und finde es wirklich schön vom Fahren her. Und das ist halt sowas, also ich finde den Umbau von der Idee her geil und ich finde den Umbau auch recht radikal und das, glaube, das ist auch das, was mir so viel Spaß macht an dem Auto und es fährt echt geil. Also so, gestern Abend, wir waren mit ein paar Engländern am Ring und haben da abends was gegessen und hat das so erklärt. Und ich habe gesagt, ich mag den 1.6er, weil der halt kaum Drehmoment macht, im Gegensatz zum 1.8er, weil die machen halt wirklich gerne Drehmoment. Und der 1.6er bleibt meistens so bei 400 stehen an Newtonmeter, aber die Leistung geht halt schön hoch. Das heißt, du bist mit einem 6-Gang-Getriebe immer easy bei der Musik, aber kannst halt schön Leistung oben raus machen, das muss man echt sagen. Also es fährt wirklich cool. Und es fährt vor allen Dingen richtig sauger-like und halt mit einem stabilen Punch. Also ist für mich wirklich ein sehr, sehr rundes Ding, das Auto. Und macht echt Spaß. So, wir haben das Ding schon warm laufen lassen. Einen ganzen Moment. So, ich weiß gar nicht, welche Leistungsstufe wir jetzt gerade gefahren sind. Wir haben 2. Ich glaube, das war 0,7 Bar, so vom Drücken her, würde ich das mal behaupten. So, und ist halt echt cool. Also die Dinger drehen halt echt wie, also der dreht halt auch echt wie ein Sauger.
Das finde ich echt geil. Also es macht echt Fetz. Wenn man jetzt mal hier ein bisschen mehr Dampf in die Hütte bringt. Wobei das jetzt auch schon nicht verkehrt war, ne? Nee, das war okay. Aber ja, mehr geht halt immer, ne? Aber der Lader ist schon sehr präsent, ne? Ja, aber das ist bei den G25-Ladern so. Also dieses, dass die dieses Heulgeräusch haben. Ich muss auch dazu sagen, es ist ja einer der letzten Umbauten, die wir jetzt quasi so noch machen. Danach kommt ja alles mit Airbox und dann ist diese Geräuschkulisse schon sehr, sehr minimiert, ne? Aber du hast schon recht, also der Lader. Und wenn du es lustig ist, wenn du mal keinen Lader hast, dann hörst du das dadurch, dass der... Er hat eine Skunk-Drosselklappe drauf, die ist vom Platz her, was im Platzverhältnis im Motorraum ist, ist echt eng. Das heißt, wir mussten das Leerlauf-Regelventil ein bisschen bearbeiten. Und dadurch hast du halt, wenn du im Leerlauf bist und der fängt an zu regeln, hast du ganz gerne so ein Pfeifgeräusch. Du hast, glaube ich, auch erst gehört. Und es klingt so wie jetzt mit der Lader im Stand spulen. Aber das ist auch nur in einer bestimmten Frequenzeinstellung vom Leerlaufregler. Ne? Ja, sonst hier ist große Carsportbremse drauf. Ich denke mal ein VC-Fahrwerk. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Schicke ATS-Felgen. Also es ist wirklich ein rundes Auto mit sehr, sehr schönen Umbauten, muss man echt sagen. Also das Auto gefällt mir und geht halt auch entsprechend gut voran. Na, wir haben ja echt heute Kaiserwetter, das muss man echt sagen. Ja. Ne? Also Sebastian hat Geburtstag und die Sonne scheint. Alles geplant. So. Ich wurde ganz oft gefragt, weil wir haben, ich hatte es bei Miata Turbonet bei Facebook gepostet und was wir als Stage 2 Engine beschreiben, ist quasi genau das. Wir können es auch im Shop sehen, das heißt, was Nockenwellenauslegungen, Ventilfedern, Kolben und Bläuel und sowas betrifft, das ist halt alles hier quasi Stage 2. Ist auch absolut fahrbar. Also wir fahren jetzt hier bei 2000 Umdrehungen im vierten Gang. Du hast wenig, also du hast eigentlich gar kein Ruckeln, aber es gibt gewisse Bereiche, da kriegst du es nicht ganz weg, weil du natürlich auch eine Nockenwelle hast mit ein bisschen Überschneidung. Aber mich stört das überhaupt nicht. Also das ist mein Punkt, wo ich immer sage, komm, das ist halt irgendwie auch ein altes Auto und ist ja auch das, was man dann irgendwo ein bisschen mag. In einer gewissen Art und Weise, ne? So. Abgestimmt ist das Auto auf Super Plus, also 98 Oktan. Ich muss hier aber auch ganz klar dazu sagen, wir sind, also ich würde nie, wenn wir ein Auto abstimmen, wir gehen nie an die Grenzen. Na, also wir werden ganz oft gefragt, stimmt ihr auf 102 Oktan ab? Prinzipiell ist mir das frei, weil ich möchte ganz gerne, dass das Auto hält. Also es gibt ja die eine andere Bude, die fährt dann wirklich bis auf 1 Grad mit Zündung bei, aber da bin ich nicht so der Riesenfreund von, weil da sind die Motoren einfach zu empfindlich, was das Thema Hitze betrifft. So. Leistungsstufe. So, das ist eben große. Das ist schon wirklich, also ich finde es ultra geil. So. Schön, dass sie durchspustet, weil es fährt halt echt wie ein Sauger. Du merkst nicht, dass du wirklich geladen bist. Du merkst einfach nur, okay, Ladedruck kommt und dann geht das Ding. Das Schöne ist halt, du hast nicht diesen Drehmomenthügel. Also gerade zum Schnellfahren oder zügigen Fahren auf der Landstraße, man ja so 100, ist es wirklich super, super angenehm. Also es ist so, gerade für so die Kurven hat es, finde ich es mega. Und ich mag 1,6er. Also ich muss wirklich sagen, wir haben ganz lange Zeit gar keinen 1,6er mehr gebaut. Also bestimmt im Motorenbereich ein Jahr, anderthalb, gar kein 1,6er. Und jetzt langsam... Jetzt langsam kommen sie wieder. Sie meinen es gerade wieder ein 6er und jetzt langsam kommen sie. Das finde ich halt echt geil. Es sieht halt auch immer auf dem Papier besser aus, wenn da mehr Leistung steht durch den 1,8er und ja, Moment. Genau. Aber es ist nicht geiler fahrbar. Das ist ganz klar meine, also meine ist gleich immer so quick off the line, so aus dem Ort raus, zweite, dritte Welle oder so. Das ist wirklich geil vom Fahren her. Ja. Also es ist wirklich so, dass ich sage, würde ich mir für mich selbst so bauen. Finde ich geil. Macht echt Bock, ne? Absolut. Wenn du Björn sein fährst, der ist dann auch schon wieder gefühlt wie ein 1,6er, weil
natürlich ein riesen Lader, super langes Ladeloch und dann kommt der Dampfhammer. Da war es gerade. Also das ist dieses typische, das kriegst du halt jetzt so ganz leicht, das hast du halt, weil das kommt von der Nockenwellenüberschneidung, das kriegst du halt nicht weg. Also das ist halt so, aber jo, setz dich in einen alten Porsche, da hast du das auch bei zwei, drei Stellen. Ne? Das ist ja, also ich finde, das ist nichts Verwerfliches, in gar keiner Art und Weise. Vielen Serienautos, wenn ja. du im ersten Gang genau. fährst und dann versuchst, das ist halt ein bisschen so. Tempo zu halten, ja. das geht nicht. Ja. Das mit Ladedruck. Das fährt so ultra gut. Das ist schon geil. Ja. Also wie gesagt, weil das Ding einfach so richtig schön frei rausdreht, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, der ist geschnürt. Das finde ich halt echt geil. Und das brauchst du, wenn der 1,6er drehen soll mit Ladedruck, brauchst du Wellen. Gestern Abend war es lustig, weil ich jetzt den Engländern so erklärt habe, yeah man, you need cams, then it will rough. Und dann die Jungs in England so, yeah, you know, you need cams. anders, weil sonst drehen die nicht. Also mit Say-Nockenwellen drehen die Dinger nicht. Das ist einfach so, das mögen die nicht. Da merkst du immer so, bei 6,5 scheißt das Ding halt irgendwie so ab. Du fährst wie vor so eine Wand und das macht dann auch keinen Spaß. Dann finde ich, dann nervt der 1,6er. Ich habe das erste Mal mitbekommen, wo Sven sein Auto noch in den Anfangsstunden war mit dem 1,6er und so 300 PS. Da hast du halt gar nicht mehr höher gedreht wie 6,2. Und das finde ich halt aufgrund des Hubraums, weil das ist ja gerade das, was so einen Spaß macht bei so kleinen Dingern, dass die dann natürlich dann entsprechend auf sich bewegen. Ja, Leerlaufregelung ist ja auch ein bisschen Thema. Zum einen ist die Skankdrossel, glaube ich, ein bisschen beschissen, das muss man auch sagen. Also es ist sehr empfindlich, was das Thema Leerlaufregelung betrifft. Und dadurch, dass wir halt andere Nockenwellen drin haben, kommst du um gewisse Punkte ja kaum drum herum. Also das muss man auch sagen. Also du hast, der ist jetzt nicht super unrund, der Leerlauf, aber der läuft halt so ein bisschen vor sich her. Ne? Da kommst du halt, das ist halt so. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch cool. Ich finde, es sind gebaute Autos, die machen entsprechend Spaß. Das hat jemand heute Morgen, es war echt ein cooles Kommentar bei YouTube, der gesagt, ja, hier fühle ich mich richtig, 300 PS auf eine Tonne. Und ja, das ist halt genau das Ding. Und der bärtige Mann, der in die Kamera grinst. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben. Ist ein ultra geiles Auto. Das Thema ist nur, wir haben jetzt zum Beispiel bei Björn seinem Auto angefangen, Zeiten zu messen. Es ist bei uns halt echt beschissen mit Zeiten messen. Also das Problem ist, egal wo du hinfährst, auch selbst hier hast du Steigung. Wir haben jetzt so eine Draggy-Box uns gekauft, die nimmt dann so Slope oder sowas raus, also wenn du quasi bergauf fährst und sowas. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir ist die Zeit ja fast egal. Wir haben da auch gestern mit den Engländern drüber geredet. Also sicherlich ist es immer das Beste, wenn du kaum Schaltvorgänge hast, aber es macht ja auch Spaß. Also schalten und fahren in so einem Auto und die Gänge so durchreißen, das macht ja auch echt Bock. Das ist echt geil. Geil. Dermaßen Bock, das gibt es nicht. Wenn du einfach merkst, wie das Ding auf einmal, wie sei das dreht so, aber du merkst nicht das Drehmoment, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ein bisschen wie so ein Rotrex, aber mit mehr Punch oben raus. Ich wollte gerade sagen, der schiebt halt. Genau, ein bisschen mehr. Genau. Ah, es ist schon. Und Punkt. Das ist wirklich geil. Das muss ich sagen, es macht mir richtig Bock, das Ding zu fahren. Weil ich bin gar nicht mehr so, dass ich sage, unendlich viel Bums, so kannst du eh nicht auf der Straße richtig fahren. Ne? Brauchst irgendwas, was dir Bock macht beim Fahren. Und ob das nachher 250 PS oder 280 PS, du musst da drin sitzen, musst sagen, das ist das, was ich mir vorgestellt habe unter puristischem, sportlichem Autofahren. Und ja, so, ne? Wo du dich einfach angekommen fühlst. Und das ist so ein Ding, da hockst du dich halt sonntags mittags rein oder sonntags morgens und ballerst bei dir so ein bisschen um die fünf Ecken und hast Spaß. Nein, dafür wieder keine. Hallinchen, wie der da auch dreht. Ja. Ist schon geil. Ja, also für mich
geil. Also es ist wirklich ein Umbau, wo ich selbst überlegen würde, machst du. Das Problem ist bei mir einfach die Zeit. Das ist echt so. Also ja, bei dir ist halt... Und 1000 Ideen. Ja, ja. Einmal das. Und du würdest den halt dann vielleicht... Dreimal im Jahr fahren. Genau, und dann verkaufen. Das ist halt wirklich ein Problem. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ganz viele Leute, die haben vielleicht der eine oder andere gesehen, ich habe ein paar Autos in letzter Zeit verkauft und so. Ich habe halt eine Idee und ich finde es immer mega geil, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, Jan, lass doch die Idee zusammen umsetzen und das, das darfst du selbst entscheiden. Das macht halt so einen Bock, finde ich, weil dann kannst du halt dem Kunden sagen, okay, was gefällt dir gut und dann kannst du dir so ein Konzept dafür überlegen. Das ist halt so, da gehe ich wirklich drauf. Also gerade in diesen Perfect Roadster-Dingern, wo wir halt echt meistens doch relativ frei sind, was die Gestaltung bringt, oder diese komplett Fahrzeugaufbauten, Umbauten, da können wir natürlich immer sehr, sehr viel machen, weil der Kunde natürlich auch sagt, okay, ja, mach halt mal so, wie du denkst. Wenn dir das gefällt, dann ist das meistens, dann wird das auch mir gefallen. Ne? Das ist echt, da sitzt da so ein Föhn vorne drin. Ja, also das Ladegeräusch muss man mögen. Ich finde es jetzt wirklich nicht schlimm. Wäre ein Punkt für mich, wüsste nicht, ob es mich vielleicht irgendwann nerven würde. Bin ich ehrlich? Das ist aber auch das Einzige. Aber wenn du halt Gas gibst, das Auto ist ja nicht laut, das muss man ja sagen. Nee. So auspufftechnisch. Aber das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn jemand bei uns eine laute Auspuffanlage möchte, falsche Firma. Also wir unterstützen dieses Thema nicht mehr. Einfach aufgrund der Tatsache. Selbst die Rennwagen sind mittlerweile echt leise geworden. Weil mir ist es egal. Für mich muss ein Auto einfach nur gehen. Aber jetzt hier so. Geil. Das macht so ein Fez. Also, da kannst du sagen, was ist geil. Das ging jetzt die ganze Scheißzeit mehr hoch. Ja? Das ist schon cool. Seit mir sind noch Zeiten, sind mir sowas von egal. Ja. Ich finde es einfach, ich muss da drin sitzen und sagen, geil. Ja. Geil, also es macht wirklich, also das ist so ein Ding, wo ich sage, macht Spaß. Will mir einer sagen, wie oft hat er geil gesagt? Nee, aber ist cool. Also ist ein Umbau in meinen Augen on point. Auch mit der Ansaugbrücke und so, das merkst du auch, das Ding geht halt oben raus und so, ist echt schön. Muss man echt sagen, also dieses Kieselwerksprodukt, also die Ansaugbrücke ist echt, ist ein super schönes Teil. Also es sieht optisch gut aus und von der Funktion her echt mega. Also jeder will, der sein 1,6er, der drehen soll mit Lader, Nockenwellen, Ansaugbrücke und du bist bei der Musik. Und dann dreht das Ding. Ihr seht ja, das Ding dreht 8. Ne? Das ist schon echt cool. Ja, ja. Was? Cooles Ding. Ja. Können wir auch gerade mal drüber ganz offen sprechen, über das Thema Turbolader in Zukunft. Es wird noch vorm Black Friday kommen. Wir werden reiner Garrett Distributor. Also quasi, wir werden nur noch Garrett Lader anbieten. Das heißt, die ganze, so wie es aussieht, die ganze Garrett GT 2560, GT 2860, GT 30 Nummer wird komplett verschwinden bei uns. Wir werden auf die Boost Club Turbos gehen im kleinen Bereich und im großen Bereich auf die G 25, 550 und 660 Lader, weil ich die wirklich geil finde. Also, ich mach's nochmal. Also es macht so unendlich Bock. So. Also es wäre für mich so ein Ding, da würde ich mich sonntags reinsetzen und damit fahren gehen. Also ja, vielleicht noch 14 Zoll, das wäre das Einzige, was mir gelbe 1,6er bronzefarbene Watternabe und dann so ein Ding da drin. Was kriegst du denn unter 14 Zoll Watternabe für Bremsen? Gut, ne? Ist halt jetzt so eine Sache. Ich sage ja nicht, dass es TÜV hat. Hat alles im Leben, ne? Aber es gibt eine kleine Willwood, die anscheinend unter die Bremse gibt. Okay. Geht. Aber es ist halt dann keine Scheibengröße. Also du merkst halt, okay, wenn du das Auto mal ein bisschen forderst, ist halt kacke. Aber ist halt nichts für die Rennstrecke. Nee. Aber also sonntags mittags mit der Mutti mal ein bisschen Eis holen fahren. Geil. Das ist wirklich cool. Das ist, weil es halt auch, ja, es ist so ein Ding. Das macht schon Fans. Ja.
das stimmt. Das für mich, ich mag ja die Karo-Optik bei Sitzen. Also mein Ding wäre jetzt nicht zum Beispiel das Carbon hier und der beige Sitz. Vor allen Dingen das Airbag-Lenkrad, das wäre ich meins. Ich hätte in so einem puristischen Auto hätte ich lieber ein Lenkrad ohne Airbag. Aber auch das, Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Es gibt 100 Leute, die haben verschiedene Ansichten zu Autos. Ja. Und ich muss ja schon sagen, da ist aus dem hässlichsten Lenkrad, was Mazda je gebaut hat, immerhin noch gut was rausgeholt. Ne? Also es ist nicht mehr so extrem hässlich. Gut, muss trotzdem sagen, man scheiße vergoldet ist immer noch scheiße. Ne? Oh! Also, so leid mir es tut, aber wie gesagt, das Lenkrad wäre nicht meins. Also ich hätte hier lieber irgendwie so ein... Ich glaube, so ein Momo-Prototypo finde ich geil, in komplett schwarz wäre ein Lenkrad, da würde ich sagen, das ist Sahne. Ja, was haben wir sonst noch? Im Video gedreht über den X5 mit Fahrwerk, da kommt ganz cool was jetzt. Wir haben viele coole, interessante Gespräche in den letzten Tagen geführt, mit den Engländern, mit Leuten aus Portugal. Ja, die Engländer haben richtig Bock, irgendwie so Wettbewerbsautos für die Nordschleife zu bauen, was ich wirklich ein geiles Thema finde, wo wir auch noch dran sind. Mit Daniele seinem und vielleicht das noch eigenes, aber es ist halt immer so die Sache mit Eigenprojekten. Da haben wir immer sehr viel Arbeit, ihr kennt unsere Firma, ihr kennt unsere Probleme, wir sind immer zu langsam, wir brauchen meistens zu lang. Ausliefertermine sind immer hinten dran und das ist halt nicht so einfach. Zumindest wenn du ein Auto so bauen willst, wie du es für dich bauen würdest und du auch so viel Herzblut da reinsteckst, dann dauert es halt einfach. Und ja, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, um ehrlich zu sein. Da einfach so vor Schneiden zu sagen, okay gut, wir stellen jetzt mal drei Leute ab, die nur das eigene Auto machen. Wir werden es diesen Winter so machen, dass ein Monteur den ND von uns zusammenbaut. Aber das ist auch eine Nummer für die Community. Das muss man auch wieder sagen, weil mit dem ND-Projekt entstehen wieder andere Dinge für MX-5-Fahrer oder für Mazda-Fahrer. Das muss man auch sagen. Und das ist ein Projekt, das ist lange überfällig. Es steht immer wie so ein hässliches Endline da an der Ecke stehen. Und ich möchte ganz gern, dass das ein bisschen vorangeht. Deswegen müssen wir da gucken. Ich lache jetzt mal durch. Also dritte Welle. Schiff da, wo du es dann reißen kannst, geil. Ja. Ja, das fehlt noch ein bisschen. Ja, so, wo du richtig Gang da reinjagen kannst. Oh, ja, jetzt mal Bock. Muss ich sagen, das fixt mich gerade an. Das ist so ein bisschen wie das erste Mal, wo ich Sven Reichel seinen EFR-Lader gefahren bin. Ja. Auch so, wo ich gesagt habe, boah, das ist schon was Geiles. Aber da hast du halt dieses Drehmoment, weißt du, du hast gemerkt, jetzt fängt er auf der Hinterachse an zu stockern und so und will und macht und tut und hier ist es halt nicht so, ne? Stimmt, der wollte immer so ein bisschen, ja, genau. So ein bisschen weg. Ja. Mega, ne? Ansauglufttemperatur steht bei 21 Grad, 20 Grad, 22 Grad. Wir haben, was haben wir jetzt schon, 25 Grad heute? Heute also warm. Schwitzt. Du schwitzt? Ich nicht. Sagen, Marco, Chapeau, geiles Antriebsaggregat. Geiler Feger. Ja. Mal gucken. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr irgendwie nicht mehr so. Ich glaube, wir werden kein Season-Ending mehr hinkriegen. So wie sich gerade die Situation zuspitzt, glaube ich es nicht. Ich hoffe einfach, dass wir nächstes Jahr. Wir sind nächstes Jahr 10 Jahre, ne? Das ist schon hart. Also nächstes Jahr, also ist hart. Das ist cool auf der einen Seite, wenn man seit 10 Jahren bauen wir coole Autos. Ich hoffe nur, dass wir da echt ein schönes Season-Opening machen können. Weil da würde ich auch ein bisschen gerne die Kuh fliegen lassen, so mit vielleicht ein, zwei coolen Leuten. Ich würde da ganz gerne, ich stelle mir so eine Timeline vor, wo so ein bisschen so ein paar krasse Umbauten, die wir zu welchen Jahren rausgebracht haben und. Wie so ein Museum. Genau, und so erste Kunden, die da waren. Ne? Also ist ja krass, und der Kunde, wenn ich das erste Auto umgebaut habe, ist immer noch bei uns Kunde. Ja. Das soll schon was heißen. Ja, ist immer noch Kunde, der erste Kunde. Und der zweite auch.
Nummer 3 weiß ich nicht, weil das weiß ich nicht mehr genau, welches Auto es war. Weil dann wurde es dann schon auch relativ schnell mehr, aber der zweite auch. Beide noch. Das wäre so, die würde ich ja gerne dahinstellen und sagen, hier, guck mal, das waren so die Autos, mit denen hast du angefangen. Das war so, ne? Ja, und dann so ein paar Spezialprojekte. Ja, also die auch dich unendliche Nerven gekostet haben, wo du jedes Mal gesagt hast, der Mann, Spieß, warum machst du eigentlich die Scheiße noch? Den Rallye-Benz war so ein Ding, oh, da gibt es mehr, der Rallye-Benz. Ich sag mal, Robert, sein V6 ND ist ja auch so ein Ding, wo du wirklich, wenn jetzt der Dimi da ist und ist am Arbeiten. Vielleicht lassen wir ein Auto frei und machen da nur einen Ventildeckel hin mit einer Entlüftung. Ja, oder so diese ganzen, so, das ist ja auch ein bisschen Jahre bezogen. Wann sind welche Hausnummern gefallen? Ne? 2020 das erste Mal 500 PS bei uns gemessen, im MX-5. 2021 das erste Mal 568 PS gemessen. Das sind ja alles so Dinge, wo du sagst, das sind ja so Meilensteine, die der Firma da waren. 2015 den ersten Sauger gemacht mit 230, 235 PS Sauger. 2016, 17 das erste eigene Fahrwerk für die Autos. Also da ist natürlich auch richtig viel passiert. Ne? So, Freunde der Sonne. Ich hole ein Auto vom Klimacheck jetzt und Sebastian bewegt das Auto in den ersten Stock. Hoch in die Firma, dann drehen wir noch ein bisschen Korn, ein bisschen Motorraum und wir sehen uns beim nächsten Video. Ein bisschen was gehört von der Firma, mega geiler Umbau, schickes Auto und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. We'll be right back.